Es ist 17 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Annette Wieners. Guten Tag. Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Regeln geeinigt. Ab dem 11. Oktober sollen die meisten Ungeimpften nach ARD-Informationen ihre Corona-Schnelltests selbst bezahlen müssen. Barbara Kostolnik, WDR Berlin. Die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Kanzlerin vereinbarte ebenfalls, dass ab Ende August eine Testpflicht gelten soll. Ab dann sollen nur vollständig Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete ins Restaurant, zum Friseur oder ins Fitnessstudio gehen dürfen. Auch Sport im Innenbereich oder die Teilnahme an Gottesdiensten ist nur möglich, wenn der Nachweis über einen Test, eine Impfung oder eine Genesung erbracht wird. Das steht im Entwurf. Diese Regelung, getestet, geimpft, genesen, auch 3G genannt, soll dann gelten, wenn die Inzidenz den Wert von 35 überschreitet. Liegt der Inzidenzwert unter 35, gilt die 3G-Regel nicht mehr. Künftig soll neben dem Inzidenzwert auch noch die Impfquote und die Belegung der Intensivbetten genau beobachtet werden, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Einzelheiten gibt Bundeskanzlerin Merkel jetzt gerade in einer Pressekonferenz bekannt, zu sehen unter anderem bei wdr.de. Bahnreisende müssen ab heute Nacht mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Lokführergewerkschaft GDL will ab dem Abend zunächst im Güterverkehr streiken, ab 2 Uhr nachts dann auch im Personenverkehr. Enden soll der Streik in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Hajo Felten, WDR aktuell. Gibt es bereits Informationen darüber, welche Züge ausfallen? Gerade für den Regionalverkehr ist noch nicht viel klar. Vieles wird sich erst morgen früh zeigen. Beim Fernverkehr ist der Ersatzfahrplan jetzt online. Nur etwa jeder vierte geplante Fernzug soll während der Streiktage fahren. Die Bahn bittet deshalb generell darum, solche weiten Reisen zu verschieben. Bahnpersonalvorstand Seiler hat kritisiert, dass den Kunden nur wenig Vorlauf bleibe, sich auf den Streik einzustellen. Und er zeigt sich kulant. Wer ein Fernverkehrsticket für die Streiktage hat, kann schon heute oder auch in den Tagen nach dem Streik damit fahren oder die Fahrkarte zurückgeben und das Geld erstattet bekommen. Weitere Meldungen im Überblick. Die Waldbrände in Südeuropa dehnen sich wieder aus. In Griechenland ist vor allem die Halbinsel Peloponnes mit den antiken Kulturstätten betroffen, ebenso die Insel Euböa. Hier wurden weitere Ortschaften evakuiert. In Italien brennt es auf Sizilien, in Apulien und Kalabrien. Dort ist der Nationalpark Aspromonte bedroht. Die russischen Behörden haben ein neues Strafverfahren gegen zwei Vertraute des inhaftierten Oppositionsführers Nawalny eingeleitet. Ihnen wird vorgeworfen, Geld für extremistische Gruppen gesammelt zu haben. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 8 Jahre Haft. Der Anteil junger Menschen an der Bevölkerung in Deutschland ist auf einen Tiefstand gesunken. Von den 83 Millionen waren Ende vergangenen Jahres nur noch 10% zwischen 15 und 24 Jahre alt. Wie das Statistische Bundesamt erklärte, war der Anteil der jungen Menschen Anfang der 80er Jahre am größten mit fast 17%. WDR aktuell. Aus der Region. In Düsseldorf sollen in der nächsten Karnevalssession nur noch Geimpfte und Genesene zu Innenveranstaltungen zugelassen werden. Auch in der Kölner Altstadt wird ähnlich geplant. Jochen Hilgers, WDR Köln. Teile der Altstadt wie Heu- und Altermarkt werden abgesperrt und können nur mit Eintrittskarte und dem Impf- oder Genesenen-Nachweis betreten werden. Die Karten kosten 11,11 Euro und müssen vorab personalisiert online bestellt werden. Ralf Schlegelmilch von der Ostermann-Gesellschaft sagt, er wolle aus Verpflichtung für das Brauchtum und die Kölner Musikszene eine sichere Sessionseröffnung auf die Beine stellen. Die Sicherheits- und Hygienebedingungen seien sehr umfangreich und kostspielig. Der Überschuss aber, der erwirtschaftet werde, solle den Flutopfern gespendet werden. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute bleibt es wechselhaft und es ziehen immer wieder Schauer durch. Auch kurze Gewitter sind möglich. Morgen wird es sommerlicher bei Sonne und Wolken. In Steinfurt bis 24 Grad, in Herne bis 25 und in St. Augustin bis 26 Grad. Das war WDR aktuell.